Okay, das war es jetzt hoffentlich mal mit dieser, mit diesem Bereich. Da ist niemand. Schön. Wow! Der steht da einfach im Gang rum, ey. Welcher Soldat steht denn mal einfach im Gang rum? Mit dem Maschinengewehr, wohl bemerkt. Hier ist sowieso wieder jemand. Hier ist noch mehr Energie. Ich werd verrückt, ey. Die sammle ich jetzt aber ein. Oh nein. Sehe ich hier schon irgendwo. Okay, ich sehe einen. Das war direkt vor mir. Okay, ich höre auch nur noch ein paar. Hä? Ich habe da hier die Schüsse gesehen, deswegen hat mich das gewundert. Aber wahrscheinlich wieder irgendein lustiger Grafikfehler. Au, 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 au. Ah, da. Ich sehe dich. Okay. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Okay, scheint es nicht zu sein. Das ist in Ordnung. Denn ich muss ja noch eine Barrikade zerstören. Was? Wo? Au. Nein, noch nicht. Au, aber gleich denke ich. Da oben steht gleich bestimmt einer. Ich sehe jetzt, dass hier... Aua. Garantiert keiner steht. Und gleich wird da oben einer stehen. Und da ist schon wieder irgendwo einer mit Gewehr, den ich wieder nicht sehe. Oh, bin ich fertig. Och, du Kacke, da oben. Boah. Hui. Puff. Du hast es nicht besser für die Schwein. Ahaha, ganz weit hinten. Oder habe ich schon wieder gerade eine Halluzination gehabt? Okay, was ist hier? Einfach mal einer, der erschienen ist, auch schön. Sowas habe ich auch liebend gern. Was ist der einzige jetzt? Okay. Oh, die dritte Barrikade, oh mein Gott. Dafür nehme ich hier mein Schützengewehr. Mit dem Arschloch am Maschinengewehr. Den Arschloch, genau. Hier, Kopfschuss. So, nur nachladen, wenn wir. So. Bleib mal stehen, so. Nein! Diese kacke Sandsackbarriere. Ich hasse die Sandsackbarriere. Ach komm, leck mich hier. Komm, 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 komm. Was kurz und schmerzlos. Schmerzlos, habe ich gesagt. Okay. Okay, der Fahrer ist scheinbar hoffentlich tot. Okay. Nein, nicht jetzt nachladen. Ich habe jetzt natürlich wieder super wenig Maschinengewehr-Munition. Ich bin auch ein kluges Tierchen. Ja. Dann ist was explodiert. Schön. Jetzt hole ich mir Energie. Habe ich jetzt die? Ja, wunderbar. Jetzt muss ich nur noch den Marketplace entern. Davor brauche ich noch Energie. Nein, das reicht nicht. Hm. Ach, verdammt, jetzt müssen wir wieder ganz zurückgehen. Lalalala. Ah, dann habe ich dafür dann auch richtig, richtig volle Energie. Richtig feste, volle Energie. So, dann gehen wir jetzt wieder da lang. Wow! Es war gut, dass ich nochmal hier lang gegangen bin. Was ist denn hier auf einmal los? Herrgott. Okay, ich darf nicht mehr allzu viel Energie verlieren. Komm mal hierher, ihr Schweine. Ah, sehr gut, der ist weg. Okay, das war wirklich gut, dass ich hier nochmal gewesen bin. 64 Stück, das heißt, ich darf zwei Stück. Circa übersehen haben. Okay. So. So. Okay, dann suchen wir jetzt mal den Marketplace. Ich hoffe, ich beende jetzt einfach mal die Mission. Es sei denn, ich finde natürlich irgendwo Leute, die ich noch kaputt machen kann. Aber ansonsten denke ich, das war's. Ich frage mich nur, wie ich jetzt gerade da hinkomme. Hm. Okay, da scheinbar da lang. Muss irgendwo nach rechts reingehen. Ha! Schau mal an. Wenn irgendwo oben jemand ist, dann schießt bitte auf mich, weil sonst sehe ich euch nicht. Nein! Stirb! Stirb! Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Energie ist. Reicht sie aus?
Okay, komm. Boah, wenn, dann sind es genau 75%. Wenn nicht, dann sind es 73% oder so. Ah, komm. Zwei Sterne wären nicht gut. Ein Stern, okay, dann habe ich es einfach komplett verkackt. Dann ist okay. Aber zwei Sterne sind immer super ärgerlich. Bitte, 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 bitte. Ja, boah, war das knapp, ey. Ein Glück, super. Echt. Jetzt kommt eine ziemlich actionreiche Mission. Operation Marketplace. Es gibt, glaube ich, in Wirklichkeit einen, der ist Operation Market Garden. Ich schätze mal, ist das gleiche. Großartige Arbeit. Mit den Barrikaden zerstört, können unsere, ja, unsere operativen Arbeitskräfte ja, sich quer durch Paris bewegen. Glücklicherweise haben wir ein paar deutsche Anti-Panzerwaffen gefunden, die nahe dem Markteingang versteckt sind. Diese soll ich bekommen, bevor ich irgendwie weitergehe. Die Jerrys haben ein paar Panzer mobilisiert, quer in der Stadt. Und ich brauche diese Waffen, früher oder später. Am weiten Ende des Marktplatzes werde ich ein Widerstandsmitglied finden, welcher mir dann Informationen über den Ort des deutschen Hauptquartiers in Paris gibt. Ja, die Befehle, oder die letzten Befehle, haben uns erschütternde Nachrichten gebracht. General Klolitz, Nikolitz, keine Ahnung, auf jeden Fall der Kommandant, der Hitler, oder dem Hitler befohlen hat, Paris zu verbrennen, wünscht sich selbst, kein Blutvergießen mehr zu sehen. Einer seiner Handlanger hat sich über seinen Kopf hinweg entschieden und ja, hat halt befohlen, große Teile von Paris ja, mit Sprengsätzen zu verkabeln. Die Elite-Zerstörungsgruppe des 7. SS-Panzerkorps ja, ist Deutschlands rücksichtsloseste ja, Zerstörungseinheit. Und das sind halt dieselben Männer, die meinen Bruder in irgendeiner Schulhof-Hinterhalt, also ich glaube in der ersten Mission, ja, gefangen haben, beziehungsweise überrascht haben. Sie werden ja durch einen Zug kommen, oder per Zug kommen, in irgendeiner U-Bahn-Station. Sobald ich meinen Kontakt getroffen habe, soll ich mich in die U-Bahn begeben, auf der anderen Seite des Parks. Puff, okay, wunderbar. Ja, die Mission ist jetzt super actionreich. Da gibt es eine Stelle, die möchte ich dem Alex Raven widmen. Ja, er zitiert die Stelle andauernd. Und weil es halt eine prägende Stelle ist, für mich auch, genauso wie für ihn. In unseren Kindheitstagen, wo wir als Kinder die Nazis bekämpft haben. Ja, aber das kommt gleich sofort. Und an der Stelle bin ich auch ruhig, aber ich werde es dann auch vorbereiten. So, da ich wenig Munition habe und hier wirklich viel los ist, wie wir jetzt. Okay, gut. Ja, ich bin tot. Ich glaube, ich habe nicht mal 3 Sekunden gespielt. Ich habe im Scharfschützen-Dingens gesehen, dass eine Rakete auf mich zukam. Oh mein Gott. So, ich glaube, da hinten kann man schon was sehen, dass sich da was bewegt. Das ist meine Kontaktperson. Aber erstmal gehen wir hier lang. Diese Mission ist wirklich böse. Wie ihr gerade schon gesehen habt, die zweite Person, die ich getroffen habe, hatte eine Panzerfaust. Und fast alle anderen haben hier Gewehre, Granaten. Ich habe eine Panzerfaust gefunden, das ist doch schön. Damit kann man arbeiten. Die brauche ich auch. Okay, jetzt können wir eigentlich zur Kontaktperson gehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es erwarten mich ja noch irgendwelche anderen lustigen Leute, die mich töten wollen. Ah, ganz viel Munition, das ist gut. Hier gibt es halt überall kleine Gänge, wo ich reingehen kann. Und hier liegt zum Beispiel ganz viel Energie. Und die liegt nicht umsonst hier. Und was kann ich hier alles Tolles bekommen? Noch mehr Energie. Und noch mehr Panzerfaustmunition. Also ihr seht, gleich geht's ab. Und hier liegt überall Panzerfaustmunition. Hier ist, ich weiß nicht mehr genau, was hier alles kommt. Auf jeden Fall war es immer schlimm. Jetzt bin ich kurz ruhig. You made it.